Jetzt geht's erst so richtig los. Unser nächster Gegner im Wildpark ist der VfL Osnabrück. Jetzt Tickets für die geilste Baustelle in Karlsruhe sichern. Ja, schönes Spiel steht an. Tabellenzweiter gegen Tabellenerster. Ich denke, wir haben uns bis jetzt gut vorbereitet. Wir haben einen Punkt aus Lotte mitgenommen. Seit langem mal wieder auch kein Gegentor gefangen. Das war erstmal die Aufgabe. Mit ein bisschen Glück hätten wir auch da reinrutschen können, hätten 3 Punkte mitgenommen. Aber letztendlich haben wir für die Auswärtsaufgabe diesen einen Punkt gut und auch verdient. Personell sieht es so aus, natürlich im Spiel gegen Lotte hat sich Benny Upo verletzt. Da ist noch ein Fragezeichen, wie es ihm, es geht ihm Tag zu Tag besser, da müssen wir mal gucken. Wird heute ein lockeres Training machen und morgen mal das Abschlusstraining, dann schauen wir mal, ob es geht. Wenn es nicht gehen sollte, sollte Sven Müller bereitstehen und hat die Sache auch in Lotte ganz gut gemacht. Burak Çamoğlu ist wieder eingestiegen, der hat ja eine Krankheit gehabt, Magen-Darm. Und hat gestern ordentlich trainiert. Da könnte man zurückgreifen. Ansonsten ist natürlich Martin Röser, der ausfällt mit seiner gebrochenen Rippe. Marin Zverko wird heute wieder einsteigen, war aber auch jetzt krank die Woche über. Deswegen Richtung Kader wird es nicht reichen. Janis Hanek hat eine Zerrung im Oberschenkel. Er wird auch nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten sind sie soweit alle fit. Das mal von meiner Seite. Für mich war das Spiel jetzt in Lotte mal wieder ein Spiel, um reinzukommen, um Spielpraxis zu sammeln, um Selbstbewusstsein wieder zu tanken. Über 90 Minuten auch wieder die Kondition aufzubauen, wo ich davor hatte. Und ja, das Spiel, das war wichtig, dass wir da zu Null spielen, was die Vorgabe war, dass wir wieder zu den alten Back to the Roots, alten ja, Sitten geht, also Zweikampf, die einfachen Dinge, die Basissachen halt einfach erledigt und abhakt. Und dann war der Punkt auch wichtig dort. Und jetzt zum Spiel gegen Osnabrück haben wir uns auf jeden Fall wieder ein positives Ergebnis vorgenommen. Ein Erfolgserlebnis tut uns auch mal wieder richtig gut und wir geben alles auf den Platz. Ich will jedes Spiel gewinnen. Ein Sieg tut immer gut. Und ein Sieg ist immer schön, aber man sieht ja immer, dass diese Liga sehr, sehr ausgeglichen und kein Selbstläufer. Wenn man gestern sieht, der Tabellenletzte gewinnt 4-1 gegen den Tabellenfünften mit Unterhaching. Das ist alles keine Selbstläufer. Deswegen, warum soll nicht der Tabellenzweite gegen den Tabellenführer gewinnen? Also am Samstag. Aber es ist immer viel hochgegriffen. Klar, das Umfeld hat große Erwartungshaltungen. Wir haben auch die Erwartungshaltung. Aber es läuft alles nicht von alleine. Wir müssen was dafür tun. Und wir haben vielleicht auch, und das kreiden wir uns an, ja, wenn man jetzt auch das Derby nimmt, nicht genug getan. Ja, jetzt müssen wir wieder mehr tun, um auch das Glück wieder auf die Seite zu bekommen. Ja. Deswegen freue ich mich, ja, wir haben jetzt schon fast 12.000 Karten verkauft, dass hoffentlich bei schönem Wetter viele Leute ins Stadion kommen und uns auch unterstützen, aber das muss von uns kommen. Wir müssen die Leidenschaft auf den Platz bringen wieder. Wir müssen das tun und mit unseren Fans dann mal wieder einen Heimsieg zu holen. Also mich bewog erstmal den Wechsel, dass wir noch eine Schnelligkeit auf den Platz bekommen haben mit dem Sercan, um vielleicht dann dementsprechend zu agieren, bei Ballbesitz hinter die Kette zu kommen und mit ein bisschen Glück hätten wir es vielleicht auch geschafft, weil Sergio hat ja die erste Chance gehabt nach ein paar Minuten, gerade im Umschaltspiel. Die andere Seite ist, natürlich kann ich mir vorstellen, mit allen dreimal zu spielen, warum auch nicht. Ob das am Samstag so sein wird, ja, schauen wir mal. Nein, es gibt schon auch Dinge, wo man wieder ändern kann, vielleicht Richtung auch Gegner ausgerichtet, ja klar. Deswegen macht man sich seine Gedanken und ich hoffe, dass wir im Trainerteam am Samstag die richtige Wahl treffen. Ja, sie haben gegen Groß Aspar mal verloren. Sie haben dann in Münster, glaube ich, 0-0 gespielt. Haben jetzt wieder gewonnen. Ist eine Mannschaft, die natürlich sehr, sehr stabil steht. Ja. Man sieht es auch anhand der Gegentore. Ja. Mit 18 Gegentoren sind sie sehr, sehr stabil in 25 Spielen. Und vorne haben sie natürlich Unterschiedsspieler. Nicht nur einen, sondern haben mit Gerd auch noch einen den einen oder anderen dann dazu bekommen und das gilt einfach in Schach zu halten. Ja. Das ist einfach das Geheimnis. Sie stehen sehr, sehr gut und haben vorne dann einfach den einen oder anderen, der mal das entscheidende Tor machen kann.